Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu der zweiten Lesewoche aus dem Juni 2020. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, ihr Lieben, in der zweiten Juliwoche diesen Jahres habe ich 4 Bücher gelesen und eins davon war ein Kurzgeschichtenband, das heißt, im Endeffekt waren es, glaube ich, nur 3,5. 2 davon habe ich mit Freunden von mir gelesen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video und ja, wir beginnen auch sofort mit Buch Numero Uno. Das erste Buch, was ich in der zweiten Juniwoche beenden konnte, war Knight of Crowns von Stella Tech. Dieses Buch habe ich tatsächlich direkt gelesen, nachdem ich es mir gekauft habe, weil es eine sehr, sehr gute Freundin von mir, nämlich Blanche von Booksypage, die ihr gerne auch mal auskundschaften könnt, ich verlinke euch den Kanal in der Infobox, die hatte sich das Buch auch im Juni gekauft und wir haben uns dann so ein bisschen drüber unterhalten, weil ich ja von Stella Tech schon ein anderes Buch gelesen habe, nämlich Kiss Me Once, ein komplett anderes Genre, das ist natürlich ein No-Adult-Buch gewesen und das hier ist ein Fantasy-Jugendbuch. Aber ich war natürlich so, dass ich ihr dann gesagt habe, ja, hier, hör mal, Kiss Me Once war wirklich nicht so toll. Die Autorin hat mit Klischees gespielt, sie hat 2 Redewendungen auf jeder Seite mindestens 3-mal benutzt. Der Schreibstil war nicht so toll und ich bin gespannt, wie dir jetzt ihr neues Buch gefallen wird. Ich muss ja sagen, ich hatte bis dato tatsächlich auch ein Auge auf dieses Buch hier geworfen. Und ich war ja auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte der Autorin nochmal eine Chance geben. Ich bin da sowieso immer sehr offen, gerade bei Kiss Me Once, da kommt ja jetzt sogar noch ein 2. Teil raus, den ich mir auch gerne kaufen möchte und ich bin einfach so, dass ich sage, okay, ich gebe der Autorin nochmal eine Chance. Und als ja meine Freundin sich den gekauft hat und ich den dann ein paar Tage später auch im Buchladen gesehen habe, habe ich mir gedacht, komm, ich nehme den jetzt mit und dann haben wir das Buch tatsächlich zusammen gelesen. Und was soll ich sagen, dieses Buch hat absolutes Suchtpotenzial. Was ich dazu sagen muss, ist, dass das Ganze ein 2-Teiler wird, hier sieht man den 2. und der kommt, glaube ich, Ende des Jahres. November, Dezember kommt er raus. Und dementsprechend, ich würde ganz, ganz vielen Menschen raten, dieses Buch auch dann erst zu kaufen. Denn dieses Buch endet mit einem krassen Cliffhanger. Also man kann sofort weiterlesen, man würde gerne sofort weiterlesen, aber es geht natürlich nicht, weil der 2. noch nicht da ist. Auf jeden Fall Suchtpotenzial pur. Obwohl ich auch hier sagen muss, dass Klischees bedient werden mit den beiden Love Interests, die wir in diesem Buch haben. Aber trotzdem hat es mir sehr, sehr gut gefallen. In diesem Buch geht es um Alice. Und Alice ist augenscheinlich ein ganz normaler Mensch und geht auf eine Party, aus der sie psychisch gesehen nicht sonderlich stabil herausgeht. Denn auf dieser Party sieht sie eine sprechende Katze, auf dieser Party sieht sie zum ersten Mal Spinnen, die sie danach verfolgen und nicht mehr loslassen. Diese Spinnen folgen ihr auf Schritt und Tritt, sie hat keine Ahnung wieso und wird dementsprechend in der Schule immer schlechter, ist psychisch einfach so labil geworden, dass sie sich nicht mehr konzentrieren kann und wird dann von ihrer Lehrerin zu Sommerkursen auf ein Privatinternat geschickt. In der Gegend, wo Alice lebt, gibt es genau 2 von diesen Privatinternaten, nämlich einmal St. Borington und einmal Chesterfield. Und sie soll jetzt in die Sommerkurse der Chesterfield-Internates gehen. Und dort deckt sie so einige mysteriöse Dinge auf, die mit einem Fluch zu tun haben. Und Leute, das war ein richtig spannendes Buch. Ich muss halt wirklich sagen, dass halt die Love Interests beide wirklich Klischees darstellen. Der eine ist total blond, hat schöne Kurven, ist irgendwie ein total weicher Typ, hat helle Augen. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich den Typ mit den schwarzen Haaren und den braunen Augen, der eher kantige Züge hat. Und natürlich findet sie beide sofort anziehend. Also wir haben wirklich auch diesen ersten Blick, wo sie so denkt, oh mein Gott, ist der anziehend, wer ist das? Und das ist schon so ein bisschen in die Klischee-Richtung, aber so arg gestört hat es mich nicht. Denn mir hat das Buch richtig gut gefallen, Leute. Also das komplette Thema, auch mit diesem Schachspielthema, was hier eingebunden wird, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen anmäkeln muss, ist, dass die Protagonistin leider tatsächlich sehr naiv und tatsächlich auch so rüberkommt, als würde sie kein einziges Mal selbst nachdenken. Das hat natürlich auch so seine Gründe, die im Laufe der Geschichte eine Rolle spielen, aber man hat so ab und an das Gefühl, dass die Protagonistin einfach nichts selbst erreichen kann. Auch in diesem Band hat sie nicht wirklich einen charakterlichen
eine charakterliche Entwicklung durchgemacht, so gar nicht. Ich hoffe darauf, dass das im zweiten Teil noch kommen wird, dass sie da ein bisschen mehr auch auf eigene Faust herausfindet und einfach selbst eine Entwicklung durchmacht, weil das im ersten leider gar nicht passiert ist. Aber alles in allem hat mir das trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein Buch, wo man tatsächlich merkt, dass es Fehler hat, dass es mit Klischees spielt. Trotzdem hat dieses Buch so großes Suchtpotenzial, dass man einfach nicht anders kann, als es an einem Stück durchzulesen. Mir hat es richtig gut gefallen, Leute. Was soll ich dazu sagen? Ich kann es euch sehr empfehlen, vor allem, weil es vom Schreibstil her 100-mal besser ist als Kiss Me Once. Natürlich, wie gesagt, kann man die beiden Bücher eigentlich nicht wirklich vergleichen, weil es verschiedene Genres sind. Aber Kiss Me Once ist vom Schreibstil her ein so grottenschlechtes Buch. Einfach, ihr müsst euch das vorstellen. Die Autorin hat sich zwei Redewendungen genommen, nämlich Jeez und Holy Moly. Und diese beiden Redewendungen findet man in Kiss Me Once auf jeder Seite mindestens dreimal, vor allem Holy Moly. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass sich die Autorin vielleicht, also man hofft ja natürlich immer, dass Autorinnen und Autoren sich Rezensionen angucken, sei es jetzt, dass sie sich die vielleicht auf Lovely Books angucken oder sogar auf BookTube, ich weiß es nicht. Man wünscht sich das immer. Aber an diesem Buch merkt man, sollte sie tatsächlich sich das durchgelesen haben, dann hat sie sich das zu Herzen genommen. Diese beiden Redewendungen tauchen hier nämlich kein einziges Mal auf. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Schiss, dass bei Kiss Me Twice, dem zweiten Teil von Kiss Me Once, dass sie das da trotzdem noch nutzt, weil das natürlich einfach die Redewendungen sind, mit der die Protagonistin dort um sich schmeißt. Und es wäre schon sehr, sehr auffällig, wenn die beiden Redewendungen in Kiss Me Twice gar nicht mehr auftauchen würden, weil die Protagonistin an nichts anderes denkt als an diese beiden Redewendungen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf Kiss Me Twice, wie sie es da umsetzen wird. Hier hat sie sich sprachlich und vom Stil her sehr weiterentwickelt, finde ich, die Autorin. Also das muss ich halt wirklich sagen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht vom Schreibstil. Es ist jetzt natürlich kein außergewöhnlich toller Schreibstil, aber es ist ein guter, mittelmäßiger Schreibstil, den man sehr, sehr gut weglesen kann, ohne dass man jetzt in irgendeiner Form da im Lesefluss gestört wird oder sonstiges. Also ich muss sagen, die Weiterentwicklung im Schreibstil ist auf jeden Fall da. Deswegen auf jeden Fall positiv für mich dieses Buch. Eine absolute Leseempfehlung für Leute, die ja Fantasy-Jugendbücher mögen, die Suchtpotenzial haben. Das hier ist natürlich Urban Fantasy, also spielt quasi in unserer Welt. Und es ist sehr, sehr spannend. Ich fand die Thematik cool, gerade auch mit diesem Schachspiel, dass das hier eingebaut worden ist, war auch mal was gänzlich Neues. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein richtig, richtig tolles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich jetzt natürlich sehr auf Teil 2 und bin so ein bisschen gehypt darauf, dass der bald rauskommt. Allerdings, ja, muss ich mich noch ein bisschen gedulden, weil der kommt halt erst Ende des Jahres. Aber sobald er rauskommen wird, werde ich ihn mir sofort kaufen, weil das einfach eine tolle Geschichte ist. Und ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, und ich hoffe, dass es jetzt für euch nicht langweilig wird, weil ich habe jetzt noch drei Bücher, die tatsächlich zu einer und derselben Reihe gehören. Und ich bin so excited, Leute. Ich bin wirklich so verdammt excited, dass ich momentan echt dabei bin, diese Reihe wegzulesen. Einfach weil es sich hierbei um eine Reihe handelt, wo tatsächlich nur die ersten drei Teile ins Deutsche übersetzt wurden. Und zwar spreche ich von Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi. Die ersten drei Bände der Shatter-Me-Reihe wurden ins Deutsche übersetzt. Und als ich die damals gelesen habe, Leute, habe ich die gefeiert wie nur was. Und als ich dann herausgefunden habe, dass die Reihe nicht weiter ins Deutsche übersetzt wird, war für mich klar, ich muss diese Reihe aber fertig lesen. Es geht nicht anders, weil es eine meiner absoluten Lieblingsreihen ist, über die nicht viel drüber geht. Das ist wirklich so. Und da war für mich klar, okay, ich muss mir die auf Englisch zulegen. Ich habe mir die dann auch auf Englisch zugelegt. Ich habe jetzt alle auf Englisch hier. Hatte aber tatsächlich immer Probleme, die Reihe weiterzulesen. Und das liegt jetzt gar nicht mal daran, dass ich irgendwie, dass zu viel Zeit vergangen ist oder sonstiges. Denn, und da würde ich euch tatsächlich empfehlen, im Internet mal zu gucken. Man kann sich sehr, sehr gut Inhaltsangaben zu den ersten drei Bänden nochmal holen, falls man vergessen hat, was passiert ist. Ich finde das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Hintergrundwissen nochmal aufzufrischen. Und das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Mein Problem war das Englische. Mein Problem war halt wirklich das Englische, einfach weil ich jemand bin, der sich sehr, sehr schwer tut, Englisch zu lesen. Und das, obwohl ich ein paar Bücher auf dem Sub habe, die Englisch sind, weil mir da tatsächlich vom Verlag her keine andere Möglichkeit blieb. Sei es jetzt bei der Shatter-Me-Reihe, die Übersetzung ist einfach nicht da. Genauso bei Renegades 3, der dritte wird ja auch nicht ins Deutsche übersetzt. Ich habe tatsächlich sogar Wilder Girls,
heißt es so, ein englisches Buch noch auf dem Sub, das ich mir mal spontan gekauft habe. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich werde es nie lesen. Ich hatte wirklich Schiss, dass ich es niemals lesen würde. Und dann habe ich ja Johanna kennengelernt von Leserausch. Auch ihren Kanal könnt ihr gerne mal anschauen. Ich werde ihn euch ebenfalls in der Infobox verlinken. Die mich ja in eine Lesegruppe eingeladen hat und da haben wir auch schon ein paar Bücher zusammen gelesen und ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit ihr über Bücher und sie hat dann irgendwann gesagt, hier, hör mal zu, ich habe auch die Shatter-Mir-Reihe auf dem Sub, lass uns die doch einfach zusammen lesen. Und ich war so, oh mein Gott, thank you, weil das Problem ist ja immer, dass ich ein bisschen Schiss habe, wichtige Dinge nicht zu verstehen. Ich bin jemand, ich kann Englisch sprechen, ich bin jetzt nicht total... Ja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht so jemand, der gar kein Englisch kann. Ich hatte sogar Englisch-Leistungskurs, aber ich bin noch nicht mal in die Nähe dessen gekommen, richtig gut Englisch verstehen zu können, wenn ich es jetzt lese. Ich kann mich mit Leuten unterhalten und ich kann auch englische Serien gucken, ohne dass ich irgendwie grundsätzliche Dinge nicht verstehe. Das ist voll okay, aber bei Büchern, ich hasse es, wenn ich mich so konzentrieren muss, wenn ich Wörter nachgucken muss, die ich nicht verstehe. Das stört mich im Lesefluss und irgendwie macht mir das auch Kopfschmerzen beim Lesen. Und deswegen hatte ich davor einfach so ein bisschen Schiss. Und dann hat Johanna mich jetzt in meinem Urlaub genommen und hat gesagt, hier komm, wir lesen jetzt Restore Me. Und Restore Me ist der vierte Teil der Shatter Me-Reihe. Und dementsprechend ist das das nächste Buch, was ich euch jetzt zeigen werde. Da haben wir es. Ich habe nämlich gelesen Restore Me von Tahir Mafi, der vierte Teil der Shatter Me-Reihe. Das ist ein Buch, das leider kaputt damals bei mir angekommen ist. Ich hatte das neu gekauft. Und hier ist ein Riss drin, den ich sporadisch innen drin zugeklebt habe. Und ich hoffe, man sieht es nicht so sehr, wenn es im Regal steht. Und Leute, dieses Buch, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe dieses Buch schon so lange, dass der Buchschnitt komplett nachgedunkelt ist. Und ich weiß auch nicht, ob es ihr seht, aber ich habe das Buch schon mal angefangen. Und da hatte ich ein Lesezeichen drin stecken. Und da ist die Stelle noch hell. Also keine Ahnung, ob ihr es seht, aber da ist eine helle Stelle, da steckt immer ein Lesezeichen drin und der Rest ist halt schon komplett nachgedunkelt. Es ist krass, ja. Aber ich habe das Buch endlich gelesen, es hat 450 Seiten und ich habe es auch innerhalb von anderthalb Tagen weggesuchtet. Was soll ich dazu sagen, Leute? Tahir Mafi hat mit dieser Reihe etwas geschaffen, was episch ist, was einfach krasses Suchtpotenzial auch hat. Sie macht das so, so toll. Für diejenigen, die noch nicht wissen, um was es geht. Es ist sehr schwierig für mich, die ersten Teile zusammenzufassen, beziehungsweise so einen kleinen Grundriss euch zu geben. Es geht um Juliette. Und Juliette ist jemand, die ganz, ganz lange in einem Gefängnis in Isolation gehalten wurde, weil sie Menschen verletzt, indem sie sie anfasst. Und sie weiß nicht wieso, keine Ahnung warum. Und wir leben natürlich in einer dystopischen Welt, die geführt wird von dem Re-Establishment. Einer Gruppe von Menschen, die tatsächlich sehr brutal hantieren, sehr, sehr böse sind. Und dann haben wir natürlich Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, wie Juliette. Und im ersten Teil gelingt es ihr dann durch die Hilfe eines anderen Menschen aus diesem Gefängnis zu fliehen. Und sie gründet dann mit ganz, ganz vielen anderen Menschen eine Untergrundorganisation, die das Re-Establishment zerstören möchte. Das ist jetzt mal so die Grundidee der ganzen Sache, würde ich mal behaupten. Und ich kann jetzt gar nicht so viel zum Inhalt dieses Teiles sagen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass dieser Teil hier sehr untergründig ist. In diesem Teil haben wir nicht sonderlich viel Action, sondern wir erfahren ganz, ganz, ganz viel über Juliettes Herkunft und über ihre Vergangenheit. Und das ist total spannend. Vor allem auch die Beziehung von Juliette und Aaron macht hier riesige Fortschritte. Einerseits in die negative, andererseits in die positive Richtung. Es ist immer so ein bisschen hin und her, aber ich fand das ganz, ganz toll. Wir haben ja auch eine Sicht von Aaron selbst und das finde ich auch immer super, weil man so ein bisschen seine Zerrissenheit einfach mitbekommt und mir hat das ganz, ganz gut gefallen. Zum Schluss natürlich noch mit einem riesen Knaller, der einen natürlich komplett aus allem rausreißt. Du denkst dir so, what the hell, what happened? Und der einen natürlich sofort dazu bewegt, weiterlesen zu wollen und das war natürlich auch mein Glück. Also wie gesagt, das Buch hier habe ich mit Johanna zusammen gelesen, was sehr, sehr cool war, weil sie mich dazu motiviert hat, überhaupt diese englischen Bücher zu lesen. Ich muss aber sagen, Tahir Mafi schreibt sehr leichtes Englisch. Also es ist super verständlich. Also für alle die sich noch nicht entschieden haben, ob sie die Shatter Me-Reihe auf Englisch beenden wollen, wegen dem Englisch vielleicht, ich kann euch nur ermutigen, Tahir Mafi schreibt wirklich sehr, sehr einfaches Englisch, man versteht es sehr, sehr gut, es ist nicht super hochkompliziert geschrieben, in der Satzstruktur, sag ich jetzt mal, die Grammatik ist leicht verständlich und ich hatte
vielleicht 2-3 Mal eine Stelle, wo ich was nachgeguckt habe, mir was übersetzt habe, wo ich beim ersten Mal lesen das nicht so ganz verstanden habe, dann habe ich halt nochmal drüber gelesen, dann habe ich es auch gerafft. Also das ist wirklich richtig okay gewesen. Und ja, dementsprechend, ich hatte dann ein absolut positives Erlebnis mit diesem Buch und habe mich dann erstmal dazu entschieden, die Kurzgeschichtenfassung zu lesen, die mir noch gefehlt hat. Also zu dieser Reihe, alles in allem ist es ja eine 6-Teile-Reihe, zu der es 4 Kurzgeschichten gibt. Und diese 4 Kurzgeschichten sind jeweils zusammengefasst in 2 Kurzgeschichtenbänden, die man kaufen kann. Also ich glaube, die einzelnen Kurzgeschichten kann man nur als E-Books kaufen und es gibt eben 2 Kurzgeschichtenbände, wo jeweils 2 Kurzgeschichten halt drin sind, die man sich halt wirklich in Buchform kaufen kann. Und deswegen habe ich als nächstes gelesen Find Me, wo die beiden Kurzgeschichten sind, drin sind Shadow Me und Reveal Me. Was ich zu den Kurzgeschichten sagen muss, ist, dass die immer zwischen 2 Bänden der Reihe spielen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche beiden Bände das in den ersten beiden Kurzgeschichten sind, aber diese beiden Kurzgeschichten sind aus der Sicht von Kenji, was ich ziemlich cool finde, weil Kenji ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere der Reihe, der beste Freund von Juliet. Ein super sympathischer, humorvoller Mensch, den man einfach nur lieben kann, weil er so lustig ist. Alles so ein bisschen, ja, durch die Gespräche mit Kenji ist diese ganze Geschichte so ein bisschen aufgelockert. Also generell auch in den anderen Bänden, gerade auch im 4. Teil, wo ja sehr, sehr viel untergründig passiert und sehr, sehr viele emotionale Dinge aufgedeckt werden, sind alle Gespräche mit Kenji so ein bisschen auflockernd, lustig und humorvoll. Und ja, das macht das Ganze einfach so ein bisschen lockerer. Und jetzt haben wir hier die beiden Kurzgeschichten. Shadow Me spielt tatsächlich genau am Ende von Restore Me. Wir bekommen das Ende von Restore Me nochmal aus der Sicht von Kenji erzählt und einfach mit seinen eigenen Emotionen, was er vorher so gemacht hat und so weiter. Fand ich sehr, sehr spannend, weil das natürlich für mich top aktuell war, weil ich Restore Me gerade gelesen hatte und dann war die Kurzgeschichte hier sehr, sehr gut. Und Leute, dann hatte ich tatsächlich das Problem, dass ich direkt Reveal Me gelesen habe und ich habe mich komplett gespoilert. Ich habe mich komplett gespoilert, weil Reveal Me tatsächlich mitten in Defy Me spielt. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Buch, was ich gelesen habe, nämlich ist das Defy Me. Ich habe nämlich gedacht, okay, komm, ich guck mal, wie dick der 5. Band ist. Der vorletzte Teil der Shatter Me-Reihe, Defy Me, hat 350 Seiten. Also ist ein relativ dünner Band im Gegensatz jetzt zu Restore Me, der ja 400 noch was Seiten hat. Und auch zu dem letzten Band, Imagine Me, der auch 450 Seiten hat. Und tatsächlich habe ich Reveal Me gelesen. Ich habe es komplett durchgelesen, weil ich habe mich mit den ersten 2 Kapiteln von Reveal Me komplett gespoilert und habe dann gedacht, okay, ich kann jetzt eigentlich gar nicht anders, als Defy Me direkt anzuschließen. Weil ich wusste tatsächlich schon alles, was, sagen wir jetzt mal, in der Mitte von Defy Me passiert. Also die 2. Kurzgeschichte aus Find Me spielt in der Mitte von Defy Me. Oh Leute, diese Titel, ne? Huh, das ist alles sehr verwirrend in meinem Kopf. Und ich habe dann Defy Me gelesen. Und Leute, Defy Me... Defy Me hat wieder mehr Action. Wirklich, es ist so brutal. Dieses Buch ist halt wirklich brutal. Es erinnert mich so ein bisschen an X-Men, weil wir hier auch eine Situation haben, in der eine paranormale Figur, also eine Person, um die es in diesem Buch auch geht, hat natürlich auch besondere Fähigkeiten, wie ja ganz, ganz viele von den Leuten, die wir aus der Reihe kennen. Und die wird halt insofern gefoltert, als dass sie ihre Fähigkeiten halt besonders nutzen kann und stärker wird. Und Leute, das geht einem so unter die Haut, ne? Ich habe das gelesen und ich war so fertig. Ich war so fertig, vor allem, weil das natürlich auch unsere Protagonistin fertig gemacht hat. Huh, also ich muss schon sagen, dieses Buch hier war schon echt heftig und es hat mich halt echt an X-Men erinnert. Falls ihr X-Men noch nicht gesehen habt, vor allem Origins Wolverine, ne? Huh, ja, also es hat mich daran erinnert tatsächlich, weil da tatsächlich auch an einem Soldaten rumgewerkelt wird, um ihn zur perfekten Waffe zu machen. Und es hat mich halt sehr jetzt an diese Situation hier erinnert. Und es war schon richtig krass. Auch hier geht es wieder sehr konkret um die Herkunft von Juliet, um ihre wirkliche Familie und was da alles so in der Vergangenheit passiert ist, was jetzt passiert. Und was ich auch ziemlich schön finde, ist, dass wir hier auch eine Sicht von Kenji haben. Also die Sicht von Kenji ist in diesem Buch erhalten geblieben, was ich ziemlich cool finde. Und natürlich auch eine Sicht von Erin. Und
Wow, es hat mich komplett fertig gemacht und das, obwohl ich ja tatsächlich wusste, teilweise was passiert, weil das in der Kurzgeschichte angerissen wurde. Und dementsprechend wusste ich schon so ein bisschen was, aber das hat mich gar nicht so sehr gestört. Also es gibt ja viele Leute, die mit Spoilern nicht umgehen können oder die das einfach nicht wollen und das ist auch überhaupt kein Problem. Wenn jemand nicht gespoilert werden will, kann man das absolut verstehen, weil viele Spoiler können einem die ganze Geschichte kaputt machen. Ich bin aber so jemand, ich lasse mich tatsächlich jetzt nicht davon abhalten, etwas zu lesen oder etwas zu gucken, weil ich arg gespoilert worden bin. So krass stören tut mich das tatsächlich nicht. Es kommt halt auch auf den Spoiler drauf an. Ich meine hier, ich wusste schon relativ viel. Eigentlich wusste ich schon alles. Und ich habe das dann hier quasi in der Länge gezogen nochmal gelesen, weil das quasi die Story von der Hälfte dieses Teiles war. Aber das hat mich nicht gestört. Ich fand es trotzdem noch wahnsinnig spannend, auch wenn natürlich dann die spannenden Punkte hier, die so richtig einen Bam-Effekt haben sollten, dann einfach bei mir nicht, ne, zum Bam-Effekt geführt haben, weil ich es halt einfach schon gewusst habe. Aber trotzdem, also ich würde euch dementsprechend empfehlen, diese eine Kurzgeschichte tatsächlich dann zu lesen, wenn ihr die Find Me auch gelesen habt. Quasi dann zwischen Band 5 und Band 6. Und ach Leute, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach eine richtig, richtig gute Reihe. Und diese Reihe macht es einem echt nicht leicht, weil vieles ist wirklich sehr krass und man denkt so, wow. Puh, ich meine gerade auch der erste Teil, wo es ja um Juliette geht, die gefangen ist, die komplettes in kompletter Gefangenschaft ohne andere Menschen und das jahrelang, ne? Das ist so eine krasse Situation, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man in einem Raum ist, der dunkel ist, man ist alleine und das wirklich Tage, Wochen, Monate lang, man würde psychisch ja so durchdrehen und was die alles durchmachen müssen hier, ne? Vor allem bin ich jetzt natürlich gespannt, wie das Ganze aufgelöst wird. Weswegen ich tatsächlich dann beschlossen habe, Imagine Me direkt anzuhängen. Das habe ich aber noch nicht fertig. Deswegen werdet ihr das in diesem Lesewochenvideo nicht sehen. Das heißt, ich kann euch natürlich noch kein Endfazit geben. Aber was ich bisher sagen kann, ich habe zwei Kurzgeschichtenbände gelesen und ich habe Teil 1 bis 5 dieser Reihe gelesen, ist, dass diese Reihe wirklich on top ist. Also es ist eine super, super Reihe, die bei keinem einzigen Band nachlässt. Und ich finde das sehr, sehr schwierig. Es gibt nämlich so viele Reihen, wo immer mal ein Teil dabei ist, den man nicht so mag. Oder der irgendwie, ja, nicht so stark ist wie die anderen. Und in dieser Reihe hatte ich das bei keinem einzigen Teil, dass ich das Gefühl hatte. Sogar bei meiner Lieblingsbuchreihe City of Bones hatte ich ein, zwei Bände, die mir nicht so gut gefallen haben wie der Rest. Das ist City of Fallen Angel und City of Lost Souls. Also City of Fallen Angel ist wirklich so ein Teil, wo ich mir so gedacht habe, ach, wieso? Und City of Lost Souls ist schon wieder besser geworden und City of Heavenly Fire hat mich dann wieder richtig gecrackt. Aber Leute, bei der Shatter-Me-Reihe gibt es bisher keinen einzigen Teil, wo ich enttäuscht war oder wo ich genervt war oder sonstiges. Natürlich ist das auch eine Reihe, die Fehler hat. Gerade Juliette geht einem an manchen Stellen so ein bisschen auf den Keks. Gerade beim vierten Teil war das, wo sie sehr an sich zweifelt. Sie hat sich da als eine sehr große Figur hervorgetan, hat Stärke bewiesen, hat etwas erreicht und hat im Teil 4 jetzt solche Selbstzweifel, dass sie die ganze Zeit hinterfragt. Sie hat Angst davor, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie beklagt sich bei jedem, weil sie jetzt einfach nicht weiß, wie es funktionieren soll, weil sie einfach Zweifel an sich hat. Und das zieht sich tatsächlich durch den kompletten vierten Teil. Das ist eine Sache, daran könnte man sich stören, aber mich hat es jetzt nicht so gestört. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich diese Reihe so liebe und dass so, so viel auch im vierten Teil passiert, was jetzt nicht krass actionreich ist, aber was einfach dem Leser viel bringt, die Geschichte zu verstehen und wie alles miteinander zusammenhängt. Es ist eine Top-Reihe für mich und ich hoffe jetzt natürlich, dass der sechste Teil nochmal ein episches Finale hervorbringt, was mir natürlich hoffentlich auch gefallen wird. Es kann aber auch sehr gut sein, dass ich vielleicht vom Ende enttäuscht sein werde. Bei einer so tollen Reihe ist es immer, immer schwierig, dem Ganzen ein gutes Ende zu verpassen. Deswegen, ich setze da meine Hoffnung in Tahereh Mafi. Ich bin so gespannt. Ich bin es gerade am Lesen. Es hat gerade angefangen und Leute, der sechste Teil beginnt wieder sehr krass. Also direkt mit Turbulenzen und Action hoch 10. Es ist super spannend. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen werde. Heute ist Sonntag. Heute ist quasi in Anführungszeichen mein letzter Urlaubstag. Ich muss dann wieder arbeiten gehen. Aber ich habe fest für mich beschlossen, dass ich jetzt quasi meine englischen Bücher weglesen möchte, weil ich gerade drin bin. Und gerade lässt es sich sehr leicht lesen, ohne Kopfschmerzen, ohne Konzentrationsschwierigkeiten. Deswegen hoffe ich, dass ich, wenn ich Imagine Me beendet habe, direkt Renegades 3 anschließen kann. Ich muss natürlich noch mal so ein paar Rezensionsexemplare dazwischen schieben, auf die ich mich auch schon sehr freue.
Aber ja, Renegades 3 ist sowas, was ich auf jeden Fall für die nächsten Wochen auch priorisiere oder favorisiere. Und dann habe ich ja noch Wilder Girls. Das ist ein Buch, das sehr ambivalente Meinungen hervorgebracht hat, wo es auch um ein Virus geht, das ganz brutal und eklig Leute umbringt. Also ist eine krasse Situation, weil das jetzt so aktuell gerade ist. Natürlich nicht mit diesen krassen, ekligen Toten, aber schon auch sehr, sehr schlimmen Toden, die passiert sind in der letzten Zeit. Und es ist irgendwie so aktuell. Und ich finde das so krass, weil dieses Buch ja schon vor dem Virus erschienen ist. Auf Deutsch gibt es das noch nicht. Ich bin, ja, mal gucken, ob ich das dann auch direkt anschließe. Aber Fakt ist, Renegades 3 wird hoffentlich auch im Juni noch gelesen, weil ich jetzt einfach drin bin im Englischen. Ja, ihr Lieben, das war meine Lesewoche 2 aus dem Juni. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr gerade lest, was euer Currently Reading gerade so macht und wie ihr vorankommt. Ich bin gerade so froh, dass ich gerade so sehr viele Reihen weglese. Auch mal alte Sachen, die ich schon länger auf dem Sub habe. Diese englischen Sachen, wo ich Ewigkeiten gedacht habe, dass ich sie nie lesen werde. Es ist gerade, bei mir läuft es sehr, sehr gut, was das Lesen angeht. Ich bin gerade so in Dystopie- und Fantasy-Stimmung. Das ist ganz komisch für mich, weil ich ja so Phasen hatte, wo ich Jugendfantasy gar nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Video erinnern könnt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich werde Jugendfantasy quasi gar nicht mehr lesen. Und es hat sich komplett geändert. Also ich lese jetzt als nur noch Jugendfantasy und Dystopien. Und es ist aber gerade auch mega spannend. Also ich bin da gerade komplett drin und es macht echt Bock. Ja, mal gucken, was noch so auf mich zukommt im Juni. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!